So langsam wird es wieder Winter da draußen und das bedeutet, wir müssen unser Schuhwerk da unten auf jeden Fall ein bisschen ändern. Und dazu gibt es heute passende Winterschuhe zum Nachschauen. Heute stelle ich euch aus diversen Kategorien verschiedene Winterschuhe vor. Und ich sage dir jetzt schon mal, wenn du aus jeder Kategorie Minimum einen Winterschuh hast, dann bist du bestens gewappnet für den Winter. Passende Links zu den Schuhen packe ich euch logischerweise wie immer unten in der Infobox rein. Bei Interesse könnt ihr dann den Winterschuh direkt nachshoppen. Starten möchte ich mit High-Top-Ledersneakern. Ich meine, jeder von uns liebt seine Sneaker. Das Problem ist nur bei den Sneakern, dass es im Winter für die Sneaker meistens ein bisschen zu kalt wird. Deshalb, wenn du auf deine Sneaker nicht verzichten möchtest, würde ich dir empfehlen, High-Top-Ledersneaker zu wählen. Ledersneaker, klar, wegen Qualität und auch wegen der Wärme. Und High-Top, weil sie dann einfach über deinen Knöchel ragen und dementsprechend im Winter einfach ein bisschen wärmer sind. Die hier von Hugo finde ich zum Beispiel extrem cool, ja, clean, schlichtes Design, auch von der Höhe her perfekt aus echtem Leder. Klar, weiß ist natürlich ein bisschen schwierig im Winter, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber die Schuhe gibt es auch in Kombination mit weißer Sohle und schwarzem Leder und wer es dann komplett schwarz mag, bekommt die dann auch wirklich tatsächlich komplett schwarz, perfekt für den Winter. Gibt natürlich auch andere diverse Hersteller, die High-Top-Ledersneaker produzieren. Ich habe euch unten in der Infobox ein paar verlinkt. Meine Empfehlung auf jeden Fall, die sollen hoch genug sein, aus echtem Leder sein und ja, bestenfalls wahrscheinlich auch schwarz. Machen wir weiter mit dem Schuh, der in keinem Männerschleiderschrank fehlen darf, nicht nur im Winter, sondern auch grundsätzlich, und zwar mit den Chelsea Boots. Die Chelsea Boots sind super flexibel stylbar und ich würde dir empfehlen, auf jeden Fall Minimum einen schlichten schwarzen Leder-Chelsea-Schuh im Kleiderschrank zu haben, wie zum Beispiel diesen hier von Gant. Den habe ich, mit dem bin ich super zufrieden, von der Qualität her wirklich top. Es gibt auch Chelsea Boots in diversen unterschiedlichen Modellen und auch unterschiedlichen Farben, zum Beispiel dieser hier von der Marke Nubik, ist auch eine richtig gute Marke, von der Qualität her auch echt top. Und wie gesagt, ob es jetzt ein Creme-Modell ist, ein schwarzes Modell ist, ich würde dir empfehlen, weil du noch keinen Chelsea-Boot im Kleiderschrank hast, erstmal ein schwarzes Modell zu wählen, ein cleanes, schlichtes schwarzes Modell. Da gibt es auch unterschiedliche Preiskategorien. Achte aber darauf auch hier, dass es wirklich ein Echtlederschuh ist. Das Coole an Chelsea-Boots ist, dass man sie elegant tragen kann, kann sie aber auch sportlicher tragen. Und es gibt natürlich auch unterschiedlichste Modelle. Was für den Winter optimal ist, sind Chelsea-Boots mit so einem etwas dickeren Schichtabsatz. Nicht nur, weil man da so ein bisschen mehr vom Dreck geschützt ist und die Schuhe dann einfach nicht so sehr beansprucht werden, beziehungsweise das Leder, sondern nur die Sohle, sondern auch für die Leute, die zum Beispiel jetzt keine 1,90 sind, so wie ich, die sich einfach so ein bisschen Platz nach oben verschaffen wollen und einfach ein bisschen größer wirken wollen. Für die sind solche Chelsea Boots mit so einem etwas dickeren Schichtabsatz auch optimal. Wenn ein Anzugschuh jetzt ein Kind bekommen würde mit einem Chelsea Boot, dann landen wir bei diesem Schuh und zwar beim Desert Boot. Der Desert Boot sieht ähnlich, also vom Modell her ähnlich aus wie ein Chelsea Boot, allerdings ist er ein bisschen sportlicher, weil er geschnürt wird. Der hat einfach Schnürsenkel und deshalb sieht er sportlicher aus. Mir gefallen solche Creme-Desert-Boots extrem gut. Für den Winter ein bisschen schwierig. Dann könnte man zum Beispiel solche nehmen, wie zum Beispiel diese graue Variante. Aber grundsätzlich gibt es Desert-Boots wirklich in verschiedenen Materialien, in verschiedenen Farben. Obwohl ich diesen Desert-Boot von Clarks mega finde, vom Design her, hat eine etwas höhere Sohle, muss man natürlich im Winter ein bisschen aufpassen. Und wenn du gar nichts falsch machen möchtest, nimm einfach klassisch schlichten, schwarzen Desert-Boot. Damit machst du nichts falsch. Es gibt auch Desert-Boots, die von innen gefüttert sind, ja, wie zum Beispiel jetzt dieser hier von Axe. Klar, für den Winter natürlich super, wenn man eine schöne Fütterung von innen hat, damit die Schuhe natürlich auch schön warm halten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel das erste Mal ein Desert Boot kaufst, empfehle ich dir einfach, einen schwarzen Desert Boot zu kaufen, ähnlich wie bei den Chelsea Boots. Entweder in einem Wildleder, ja, finde ich von der Optik her ganz cool, oder einfach in einem klassischen, schlichten, schwarzen Leder. Da gibt es auch einige Modelle. Das ist nicht so einfach, da ein paar Modelle zu finden. Ich verlinke dir eins auf jeden Fall unten in der Infobox. Da musst du einfach ein bisschen rumschauen. Aber ein cleaner, schlichter, schwarzer Desert Boot, Leute, im Winter optimal. Machen wir weiter mit dem absoluten Pflichtstiefel, den man im Kleiderschrank haben sollte für den Winter. Und zwar mit einem cleanen, schlichten, schwarzen Lederstiefel, der geschnürt wird. Ich persönlich finde diese clean und ganz schlichten schwarzen Lederstiefel, wie diesen hier zum Beispiel von Walk London, perfekt. Sondern einfach vom Design her clean und schlicht sein. Oder auch der hier von Selected. Ein super cooler, cleaner und schlichter schwarzer Lederstiefel, mit dem man wirklich nichts falsch machen kann. Von der Optik her gibt es natürlich auch andere Stiefel, die vielleicht ein bisschen rougher aussehen, wie zum Beispiel diesen hier. Ich persönlich mag halt die ganz cleanen und glatten Lederstiefel lieber. Aber auch dieser Budapester hier als Lederstiefel sieht auch cool aus, je nachdem, was man für einen Look halt am Ende des Tages erzielen möchte. Was aber auf jeden Fall Pflicht ist, ist so einen Lederstiefel im Kleiderschrank zu haben, denn die sind im Winter perfekt. Egal zu jedem Outfit kannst du den tragen. Ich persönlich habe davon drei verschiedene
verschiedene Modelle. Auch zum Beispiel so eins von Doc Martens, einfach ein bisschen rougher, um einen anderen Look zu kreieren. Aber Leute, schaut unten in die Infobox, denn so einen schwarzen Leder-Schnürstiefel braucht ihr definitiv im deutschen Winter. Machen wir weiter mit den Mountain Boots oder Hiking Boots, wie auch immer ihr diesen Schuh nennen möchtet. Der bekannteste davon ist wohl der Timberland. Perfekt für den Winter, kann man cool kombinieren. Auch die Farbe finde ich nicht schlecht, ja, muss halt zum Look passen. Es gibt natürlich auch wesentlich schwerere Mountain Boots, wie zum Beispiel diesen jetzt hier, die ja eher nach Bergsteigerschuh aussehen. Aber es gibt auch dann andere Schuhe wieder, die zum Beispiel eine gute Alternative dann auch zum Timberland sind. Ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, dass gerade diese Mountain Boots, dass die Hersteller so versuchen, so ein Misch zu machen aus Mountain Boot und Sneaker, weil die Hersteller wissen, hey, auf Sneaker fahren die ganzen Leute ab. Und wenn wir das jetzt in Winter Edition machen, ja, dann könnte das ganz gut kommen. Und dieser Timberland zum Beispiel finde ich mega. Also da haben die wirklich top Arbeit geleistet. Ist ein geiler Mountain Sneaker, könnte man dazu schon sagen. Also finde ich echt richtig, richtig cool. Oder auch dieser hier von Doc Martens. Ich denke mal, da gibt es mittlerweile auch richtig coole Kombinationen und eigentlich schon auch eine weitere Kategorie, wenn man das sogar tatsächlich als Mountain Sneaker betiteln will. So Leute, wenn ihr aus jeder Kategorie mindestens einen Schuh habt, dann seid ihr auf jeden Fall für den deutschen Winter bestens gerüstet. Ich packe euch zu den Schuhen auch unten in die Infobox passende Links rein zum Nachshoppen. Und wenn ihr aus einer Kategorie zum ersten Mal einen Schuh kauft, meine Empfehlung, macht es clean, einfach, schlicht und schwarz. Damit könnt ihr nichts falsch machen. Und jetzt wünsche ich euch ganz warme Füße im deutschen Winter.